Jesus ist auferstanden, die Jünger sind ihm begegnet und es stellt sich die Frage, was machen wir jetzt weiter? Und Petrus hat eine gute Idee, sagt, machen wir das, was wir immer gemacht haben und was wir gut können, gehen wir fischen. Und das ist eine gute Idee. Wenn man vor einer großen Entscheidung steht und nicht wirklich weiß, wie man weiter tun soll, dann ist es besser, mal keine Entscheidung zu treffen und einfach weiterzumachen. Und so fahren sie auf den See hinaus und werfen ihre Netze aus. Und hier gibt es heute auch das Netz, das vor vielen Jahren einmal unsere Kinder gebastelt haben mit den vielen Fischen drinnen. Aber zuerst wirft Petrus das Netz aus und sie fangen keine Fische. Und dann, obwohl er so aufs Fischen konzentriert ist, sieht er Jesus am Ufer. Und Jesus sagt zu ihnen, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Sie werfen es auf der anderen Seite aus und so viele Fische können sie gar nicht festhalten. Damit das Netz nicht reißt, springt Petrus in den See hinein und hilft mit, das Netz mit dem reichen Fischfang an das Ufer zu bringen. Das sehen wir daraus. Zuerst hat Petrus nicht gewusst, wie er weiter tun soll. Also machen wir mal duty as usual. Aber das hat seinen Blick nicht blind gemacht dafür, dass er Jesus doch am Ufer gesehen hat. Und Jesus hat uns ihm gesagt, werf das Netz aus. Jesus hat zu Petrus vorher schon gesagt, folgt mir nach, ich werde euch zum Menschenfischern machen. Vielleicht hat Petrus das vergessen. Jetzt ist ihm wieder eingefallen. Er ist nicht nur ein Fischer, er ist sogar ein Menschenfischer. Und nach diesem Fischfang ist er noch wirklich zum Menschenfischer geworden für Jesus Christus. Diese Schritte zuerst lieber gar nichts machen, aber die Augen offen halten, ob Jesus uns was sagt und das, was Jesus uns sagt, dann auch richtig deuten, das stammt nicht von mir, sondern das finden wir auch im Exerzitienbüchlein des heiligen Ignatius von Loyola. Aber letztendlich, er hat das auch nicht selbst erfunden. Er war ein guter Kenner der Bibel und hat sicher auch an die heutige Bibelstelle gedacht. Also machen wir uns auf den Weg, wenn wir mal nicht genau wissen, wie es weitergeht, einmal nochmal weiter tun, Augen offen halten für Jesus Christus und wenn wir ihn dann entdecken, das, was er uns sagt, auch richtig deuten.